Der Fuchs und die Katze. Ein Märchen der Gebrüder Grimm. Es trug sich zu, dass die Katze in einem Walde dem Herrn Fuchs begegnete, und weil sie dachte, er ist gescheit und wohlerfahren und gilt viel in der Welt, so sprach sie ihm freundlich zu. Miau. Guten Tag, lieber Herr Fuchs. Wie geht's? Wie steht's? Miau. Wie schlagt ihr euch durch in dieser teuren Zeit? Der Fuchs, alles Hochmutes voll, betrachtete die Katze von Kopf bis zu Füßen und wusste lange nicht, ob er eine Antwort geben sollte. Endlich sprach er: O du armseliger Bartputzer, du buntscheckiger Narr, du Hungerleider und Mäusefänger, was kommt dir in den Sinn? Du unterstehst dich zu fragen, wie's mir gehe. Was hast du gelernt? Wie viele Künste verstehst du? Ich verstehe nur eine einzige. Miau, antwortete bescheidentlich die Katze. Was ist das für eine Kunst? Fragte der Fuchs. Wenn die Hunde hinter mir her sind, so kann ich auf einen Baum springen und mich retten. Miau. Ist das alles? Sagte der Fuchs. Ich bin Herr über 100 Künste und habe überdies noch einen Sack voll Liste. Du jammerst mich. Komm mit mir. Ich will dich lehren, wie man den Hunden entgeht. Indem kam ein Jäger mit 4 Hunden daher. Die Katze sprang behend auf einen Baum und setzte sich in den Gipfel, wo Äste und Laubwerk sie völlig verbargen. Binde den Sack auf, Herr Fuchs, binde den Sack auf, rief ihm die Katze zu. Miau, miau. Aber die Hunde hatten ihn schon gepackt und hielten ihn fest. Ei, Herr Fuchs, rief die Katze. Ihr bleibt mit euren 100 Künsten stecken. Hättet ihr heraufkriechen können wie ich, so wär's nicht um euer Leben geschehen. Miau.